So, und wie versprochen geht es auch schon wieder weiter bei Ori and the Will of Wisps. In dem Bau des großen Wolfes. Das wird gefährlich. Irgendwas, es ist gefährlich. Verdammt gefährlich sogar. Das Ding können wir ziehen, nach wie vor, genau. Aber geht es hier auch weiter? Ja, geht es. Okay, dann gehen wir erst hier lang. So. Oh nein. Ach so, ich dachte schon. Ich dachte schon, der Wolf kommt. Aber glücklicherweise nicht. So, ich glaube, da kommen wir. Wie? Ja, da kommen wir aber trotzdem noch nicht hin. Doppelsprung. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Na dann. Klebrig. Du hast einen neuen Geistessplitter erhalten. Bleib an Wänden kleben. Einen halben Bildschirm entfernte Kugeln. Ja, okay, das ist cool. Habe ich denn jetzt irgendwo noch Dinger, die ich hier geht es noch weiter. Geht es eben nicht. Nein.
Dann gehen wir jetzt zurück. Darüber lerne ich jetzt also meine Fertigkeiten, die ich schon kannte, sozusagen, glaube ich. Aha, der Ding ist runtergefahren. Alles klar. Hey. Das Licht aus Portalen fließt durch ans Niven. Es verbindet, es heilt. Kenn ich schon, danke schön, ihr kleinen Mokis. Vielen, vielen Dank. Ihr seid sehr nützlich. Und nett. Ich fängt auch auf mich zu schießen. So. Nein! Gott. Bist du schnell, Ori? Okay, wo müssen wir denn jetzt lang? Da oben ist noch ein Portal. Also ein... Wo wir die Steine brauchen. Bis... Und oben rechts geht es auch irgendwie weiter noch. Hier, aber hier brauche ich zwei und ich habe erst einen. Nummer 2. Da konnte ich beim letzten Mal noch nicht hin.
So. Hier unten scheint es an einem mir schon bekannten Ort zu gehen, so wie das aussieht. Ja. Gut, dann muss ich da jetzt nicht runter. Nee, nicht so gut. Mist, das ist giftiges Wasser. Becher des Sumpflands. Ja. Bist du ein Geist? Dann erzittere, Geist. Du stehst Mock dem Mutigen entgegen. Ich klinge nicht sehr überzeugend, ich weiß. Aber ich bin mutig. Oder zumindest wäre ich das mit einer Trophäe. Eine Trophäe wie dem Schädel von Howl. Aber ein Fangzahn tut's auch, wenn der Schädel zu schwer ist. Ich habe Howl im Osten kämpfen hören. Vielleicht hat er einen verloren. Eine Nebenquest. Finde einen Fangzahn von... Oh cool, ich muss einen Fangzahn finden. Nebenquests. Das ist ja mal richtig cool, dass wir sowas jetzt haben. Okay. Zack. Ein Fangzahn, da haben wir den schon. Zurück zu Mock, dem tapferen Moki. Achso. Das war einfach. Ein echter Fangzahn von Howl. Jetzt wird niemand mehr an Mock dem Mutigen zweifeln. Das ist für dich. Ich bin mutig, aber ich bin auch großzügig. Danke schön. Was ist das? Gorleck-Erz. Du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Ach so. Ja, und jetzt? Da geht es oben weiter. Theoretisch, oder ich gehe zurück, aber ich glaube, hier komme ich noch nicht weiter, oder? Ich muss mal gucken, wo genau das lang geht. Ups. Wo genau? Da, ganz oben. Hoch. Nee, da komme ich nicht hin. Okay. Dann müssen wir zurück. Ich glaube, so ist eigentlich das gedacht, ne? Ja. Thank you.
Rücksichtslosigkeit. Du hast einen neuen Geistesplitter erhalten. Du verursachst und erleidest mehr Schaden. Nein. Ich möchte nicht mehr Schaden erleiden. Nein, danke. Nein, danke. Regeneration. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Stelle Gesundheit mit Energie wieder her. Oho, aha. Das ist gut. Wir können überall weiter. Unten geht es weiter. Aber oben weiter auch. Ich gehe erstmal unten lang. Das hier ist nichts, genau. Dort bin ich vor Haul geflohen, ne? Ja. Ich glaub schon. Ja, der wird wiederkommen. Früher oder später werden wir wieder auf den treffen. Mehr Gorlek-Erz. Mitternachtshöhlen. Luma-Seen, okay. Ich glaube, dann möchte ich erstmal oben lang gehen in dem Fall. Weil in die Richtung müssen wir ja auch. Mist. Das war nichts. Wie wunderschön es einfach überall ist hier, ne? Unfassbar. Okay, erstmal noch ein Stückchen wieder zurück. Ganzes Stück.
So, ich könnte diese Gräser zerschießen. Genau, hier oben. Da geht's dann wieder zurück. Wobei es da ja auch irgendwo dann wieder Stopp sein müsste, weil ich nicht weiterkomme, ne? Rein theoretisch hier zum Beispiel. Oder so. Belastbarkeit. Damit erleidest du weniger Schaden. Ja, sehr gut. Das ist gut. Das nehmen wir. Okay, damit können wir jetzt ganz normal weiter erstmal. Achso, warte. Komm ich so ja dran. Wo nochmal? Unten, ne? Ja, hier. Huch! Lupo! Du siehst aus wie ein Handwerker. Hallo Lupo, du siehst lustig aus, was bist du? Nanusch! Achso, Nanusch, sei gegrüßt, ich bin Lupo, Kartograf der Extraklasse. Ein Kartograf? Das war ein ganz schöner Sturm. Hat meine Karten tropfnass gemacht, also bekommst du sie zum halben Preis, ja? Schließlich hast du es, schließlich heißt es, du würdest nach einer Freundin suchen. Und was wäre dafür besser geeignet als eine Karte? Möchtest du eine Karte dieser saftigen Sumpfgebiete für 50 Geisterlichter stehen? Leckere, saftige Sumpfgebiete, hm? Ja, gut. Verbindlichsten Dank. Dankeschön, guter Mann. Und jetzt? Ah, okay. Ich muss da hoch. Ich muss hier weiter. Ich muss da irgendwie weiterkommen. Okay, danke, Lupo. Ein Name kann gefährlich sein, weißt du? Zum Beispiel der Name dieses Ortes, Tintenmoor. Ich habe versucht, mit diesem Wasser meine Karten zu zeichnen und, naja, rein zur Papierverschwendung. Das glaube ich dir, Lupo. Okay, Lupo ist ein Kartograf. Und wir müssen hier irgendwie hochkommen. Aber wo? Ach so, wir können bestimmt da an diesem... Hier können wir dran springen, an den Ast. Alles klar. Da drüben? Achso, das ist so einer wieder. Hier war ich. Oh, wer ist das? Hallo? Bist du auch wegen der Aussicht hier?
Herrlich, oder? Der Brunnenquell in all seiner Pracht. Eine ganze Generation Moki ist alt geworden. Seit sich die Mühlenräder zum letzten Mal drehten. Ach, das ist ein Moki, der ist nur einfach steinalt. Es heißt, es gebe... Was? Was tut Shriek denn so weit hier draußen? Shriek? Irgendetwas muss sie aus ihrem Nest gescheucht haben. Irgendeine Bedrohung vielleicht? Doch wohl nicht du, oder? Du siehst harmlos aus. Das sollten wir ändern. Wie es der Zufall so will, bin ich Waffenmeister. Oh. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Ich gebe dir auf deinen ersten Einkauf auch Rabatt, also wähle mit Bedacht. Wie jetzt? Lass eine Geisterkugel entstehen, die für dich angreift. Mhm. Geisterschlag, erledige Feinde mit einem starken Rundumschlag. Das stört instabilen Boden, das ist gut. Wirft einen mächtigen Speer aus Licht. Verwendet eine große Menge an Energie, zerstört instabilen Boden. Wirft einen Stern, der zu dir zurückkehrt. Setze Gegner im Umkreis in Brand. Rundumschlag. Nutze deine neue Fähigkeit so gut du kannst. Die nächste bekommst du nicht so billig, klar? Wenn du deine Fähigkeiten auf die Probe stellen willst, gibt es einen Geisterschrein nicht weit von hier. Der perfekte Ort, um dich zu beweisen. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Halte bis dahin deine Waffe bereit und den Himmel im Blick. Tintenmoorschrein. Neues Gerücht. Da ist der Schrein. In der Nähe des Eingangs zu Quoloks Tal. Hier ist Fertigkeitenbaum. Hier ist dann wohl der Eingang. Das heißt, wir müssen theoretisch erst hoch. Ofa! Nee, ich habe kein Geld mehr. Danke, Ofa. Opa! Okay, unten muss ich hier gleich eh noch lang. Hui. Jetzt. Achso, scheiße. Kann es sein, dass wir nicht mehr selber speichern können? Vor allem, wie sieht das Vieh aus? Wieso grinst denn das so? Okay, das Ding liegt unter Wasser. Da kommen wir nicht hin. Hier geht es generell nicht mehr. Oh, hallo! Wir Moki haben gesehen, wo die kleine Eule abgestürzt ist. Unweit der Heimat, die wir verlassen haben. Stiller Wald. Gruselwald. Aha. Die kleine Eule. Ach, da ist sie.
Ah, die Feder. Quolok ist gütig. Quolok hilft. Oh, danke. Was? Okay. Trotzdem ist jetzt leider Folgenende, ihr Lieben. Und deswegen, ja, geht es leider erst am Donnerstag weiter mit einer neuen Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie ich. Das macht echt Bock gerade. Also die ganze Zeit über schon. Ich finde das cool, dass wir uns viele Dinge auch kaufen können, tatsächlich. Und nicht alles eben nur so auf dem üblichen Weg einsammeln. Ich glaube, es gibt viel, viel mehr zu tun hier als im ersten Teil nochmal. Das ist natürlich immer nicht schlecht. Gut, jetzt aber erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.